An den König. Sehr eindrucksvoll. Dann werde ich mich wohl besser beeilen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hoffe, er schreibt mir wieder. Hoffen kann man ja immer. Nach einer langen Woche ohne Antwort wurde Findus langsam ungeduldig. Jetzt ist schon eine Woche vergangen. Weißt du, der König hat mit Sicherheit noch viele andere Dinge zu tun. Was denn zum Beispiel? Naja, er muss Bälle besuchen, der Königin seine Aufwartung machen, im Palast aufräumen. Da bleibt ihm doch immer noch genügend Zeit, einen Brief zu schreiben. Sein Palast ist ziemlich groß. Ach, ich glaube nicht, dass er selber aufräumt. Vielleicht hat er ja ein paar Palastkatzen, die ihm helfen. Päh. Na, egal. Lass uns runter an den See zum Angeln gehen. Ja, und ich lass meinen Drachen steigen. Während Pettersson einen prächtigen Fisch gefangen hatte, riss plötzlich die Leine vom Drachen und er flog davon. Als beide wieder zu Hause ankamen, lag das Fahrrad vom Postboten vor dem Plumpsklo. Wir bauen einen neuen Drachen, Findus. Was macht denn das Fahrrad vom Postboten hier? Dieses Fahrrad versucht zusammen mit dem Postboten einen königlichen Brief abzuliefern. Lass mich hier raus! Entschuldigung, ich musste eure Toilette benutzen. Wenn man muss, muss man.